Vielen Dank, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, also alleine schon nominiert gewesen zu sein, ist Wahnsinn. Ich will jetzt auch gar niemand vergessen. Ich meine, so eine Produktion, die macht man natürlich nicht alleine, das ist natürlich klar. Da waren natürlich wahnsinnig viele Leute dran beteiligt. Und ich weiß gar nicht, an wen ich meine, als Ulrike angerufen hat und gesagt hat, willst du? Ich habe gesagt, natürlich, gleich, weil man sagt nicht nein zu Ulrike Schirmhahn. Nein. Es ist natürlich, ich bin, aber dass es dann wirklich Wahrheit geworden ist. Also ich meine, sagen wir mal, es ist so geil hier oben. Es ist so geil. Oh mein Gott. Aber weißt du, ich meine, warte. Ich meine, guck mal, wir alle, ich meine, wer träumt nicht davon, eines Tages hier oben, hier auf dieser Bühne zu stehen und wenn der Moment dann wirklich da ist, dann ist er einfach größer als du selbst. Ich bin so dankbar, dass ich habe den besten Beruf der Welt, wirklich. Ich darf nach Brackenheim fahren, nach Unterschleiß, überall hin. Mit der Bahn ist es, Mama, Papa, wenn ihr mich seht, ihr habt mich immer unterstützt und vor allen Dingen will ich meinen Fans danken. Ich wäre nichts ohne euch, ohne Fans, my fans, my family and God. God bless you, good night. Wo man früher Zeitung las, sucht man heute und kauft sich was. Netflix, YouTube, Amazon, geht alles beim Game of Thrones. Papier bestellen, ne E-Mail an den Chef, ne Einklickspende an UNICEF. Man tindert sich einen Partner mit Niveau und guckt dabei ein Katzenvideo beim Surfen auf dem Klo. Surfen auf dem Klo. Zu Hause, im Restaurant oder im Büro, wir surfen auf dem Klo. Weißt du, mit Frauenkörpern wird für die absurdesten Sachen Werbung gemacht. Es gibt Anzeigen, ich habe gesehen, zwei nackte Brüste, daneben einen Strick und drüber geile Seile. Fertig ist die Werbekampagne. Ja, mein Highlight ist Baumarktwerbung. Oh, die kennt ihr, ne? Da ist immer so eine vollbusige Blondine drauf, mit so abgeschnittenen Jeans, wo der Stoff gerade so die inneren Schamlippen bedeckt. Obenrum bauchfrei, so eine rot-weiß karierte Bluse oft, ne, so zusammengeknotet unter dem Dekolleté. Und in der rechten Hand so eine Bohrmaschine, so ein Teil. Und da denke ich jedes Mal, wenn ich das sehe, ja, genau so mache ich das auch. Du, wenn ich was zu dübeln habe, ne, erstmal Bluse aufknöpfen, ne, Dekolleté hochschnallen, schön unterm Push-Up zuknoten. Und dann lehne ich mich so ganz fest gegen die Wand, so beim Bohren, ne? Und dann rieselt dieser ganze feine Staub direkt ins Dekolleté. Ja, ich brauche keine Kehrschaufel drunter halten. Also das ist jetzt Kleinkunst. Toll. Ich frag mich seit Stunden schon, was ich hier soll. Zwischen zwei Fremden sitz ich im Dunkeln. Hoffentlich muss ich mit denen nicht schunkeln. Vorn sitzt eine Alte, die spielt Ukulele. Die verdient Geld, während ich mich hier quäle. Das Lied, das die singt, ist echt was für Doofe. Ach scheiße, jetzt spielt sie noch mal eine Strophe. Also ich meine, guck mal, wir leben immer noch in einem freien Land. Ich finde, da muss man sowas auch mal sagen dürfen. Ja, vorweg, es sind natürlich nicht alle gleich. Und ich habe auch überhaupt nichts gegen Jugendliche. Na, ich habe sogar Jugendliche in meinem eigenen Bekanntenkreis. Ja, du, ich rede ja auch nicht von allen Jugendlichen. Ich rede von den sogenannten Frischlingen. Diese Frischlinge, die jetzt frisch sind auf der Bühne, das, darf man das sagen, Frischlinge? Ist das korrekt? Oder muss man sagen, Menschen mit Newcomer-Hintergrund? Ja, man ist so verunsichert, oder? Man darf ja gar nichts mehr sagen. Das, angeblich darf man ja nichts mehr sagen in Deutschland, ne? Das sagen jedenfalls alle. Man darf nichts mehr, nichts darf man. Neger darf man nicht mehr sagen. Emanze, Feministenfotze, Heil Hitler, nichts. Gar nichts.
Ja, schlimm. Ja, wie gesagt, ich habe nichts gegen Frischlinge. Aber es sind zu viele. Ja, du, wir können nicht alle auftreten lassen. Ja, wie sollen wir die alle versorgen? Huh? Es gibt ja gar nicht genug Bühnen. So geht's doch schon mal los. Und dann kommen die ja auch aus einer ganz anderen Generation. Baby, es passiert nicht, wenn du untenrum nicht rasiert bist. Es gibt mir keinen Push, hast du unten diesen Busch. Baby, es passiert nicht, wenn du untenrum nicht rasiert bist. Bist du unten voll mit Haaren, kann ich mich nicht mit dir paaren. No way! Ich werde wahnsinnig oft gefragt, Martina, wieso gehst du als Frau auf eine Kabarettbühne? Ich sag, weil ich als Mann scheiße aussehe. Das ist eine blöde Frage, ne? Und die nächste Frage ist dann eigentlich immer, wieso gibt es so wenig Frauen im Kabarett? Und das ist so eine Frage, da denke ich immer, wenn man ganz kurz nachdenkt, kommt man selbst drauf. Guck mal, es ist so einfach. 90% aller Frauen sitzen ja bereits in führenden Positionen von Politik und Wirtschaft. Ja, oder? Ich kann keine lustigen Sachen mehr singen, weil die Welt überhaupt nicht lustig ist. Mir ist überhaupt nicht nach Tanzen und Springen, mir ist eigentlich nach nichts. Bei den Leuten sind heute nur die einfachen Pointen gefragt. Sie mögen es einfach und sie lachen, wenn man ficken sagt. Ich kann keine toten Mäuse mehr bringen, ich esse jetzt lieber Thunfisch mit Brot. Ich kann nicht mehr nach Singvögeln springen, wenn du das willst, mach sie selber tot. Weil ich alt bin und eine Katze und die rechte Tatze will nicht mehr so. Und manchmal, wenn ich Milch trinke, schaffe ich es nicht mehr bis aufs Katzenklo. Ich habe eine Frau getroffen, die hatte so einen ganz kleinen, so einen Flocati-Hund. So ein was weißes, wuscheliges, ne? Und der ist so ein bisschen an mir hochgehüpft. Und wie man das dann so macht, ne? Ich habe mich ein bisschen runtergebeugt und habe gesagt, na, wer bist du denn, ne? Und da sagte die Frau, ich bin der Mäcki und ich bin schon fast ein halbes Jahr alt. Wow, und dann schon einen eigenen Hund. Was ist es denn für eine Rasse? Und da sagte sie wieder, ich bin ein Westi-Zwerg-Dackel-Mix mit einem ganz kleinen bisschen Labrador. Und da habe ich gemerkt, es hat gar keinen Sinn, mit der Frau zu reden und habe mich direkt an den Hund gewandt. Ich sage, das ist bestimmt auch nicht leicht für dein Frauchen. Und da sagte der Hund, ja, da muss man eben klare Regeln setzen. Puff. Ich weiß nicht, im Fernsehen ist es immer so einfach, oder? Das in diesen Krimiserien hier, CSI und oder für die Älteren unter uns, Derrick, ne? Ja, Horst tappert im Dunkeln. Ich gucke immer Fringe. Ich weiß, das ist schon abgedreht, aber ich bin so ein Fringe-Fan. Da ist so eine coole FBI-Agentin, ne? Agent Dunham. Oh, die ist so cool, ne? Und da die ist schon scharf, oder? Da flutscht die Kommunikation, weißt du? Da dudelt so das Handy. Dunham. Wo? Ich bin in 2 Minuten da. Ja, oder? Und nicht Dunham. Ja, schönen guten Tag, Kollegin Dunham. Wir haben eine Leiche gefunden. Wo? Stellen Sie sich vor, das ist schon die 2. diese Woche. Und wo? Ja, Sie werden es nicht glauben, aber die lag keine 50 Meter von der anderen entfernt. Geben Sie mir Ihren Standort durch. Ja, ich stehe direkt neben der Leiche. Und wo ist das genau? Genau im Orchestergraben. Ist Musiker, liegt unter seinem Instrument. Aha, was spielt er denn? Mozart. Das Publikum kommt zu mir nach der Show. Die Leute sagen, wow, du warst echt der Hammer. Und ich gehe zurück in meine Kammer und nag im Backstage am Leerdammer.
Ey, das müsst ihr doch verstehen. Ich kann kein Käse mehr sehen. 20 Jahre auf Tour, immer nur Romadur. Es heißt, dass Popstars so anspruchsvoll sind. Ich muss sagen, ich verstehe sie. Ich hätte auch gern statt Brot mit Brie mal ein Eis von Langnese. Oder wenn, dann Mozzarella Caprese. Neulich gab's mal Gulasch, da war ich im Himmel. Aber nachts im Hotel träumte ich, der Himmel sei voll blau, Schimmel. Wir gehen alle durch dieselbe Scheiße, werden alt, haben Rücken. Erst kriegen wir keinen ab, dann gehen wir an Krücken. Wie lang kann ich den Job noch machen, bei all den ungesunden Sachen? Ich muss fit bleiben, Sport treiben und dann setz ich mit Ted the One Fett an. Gestern sagte die Veranstalterin Frau Brandl, wir haben für sie gekocht. Kommen noch aus Schwaben, na da können sie sich laben. Ich hab mich so gefreut, ich bin sofort raus nach der Show. Ich hab mich hingesetzt auf mein Plätzle, ich hab mir umgebunden mein Letzle. Und was gab es zu essen? Käsespätzle.